Das ist Daniel. Daniel lebte etwa 600 vor Christus in Juda. Diese Gegend liegt heute im Staat Israel. Was wir über Daniel wissen, ist in der Bibel aufgeschrieben. Er glaubte an Gott und hatte ein aufregendes Leben. Krieg und Gefangenschaft, Erfolg und einzigartige Wunder. Daniel ist ein ganz normaler Junge. Die Eltern sind gläubige Juden. Er lernt viel, bekommt eine gute Erziehung, er ist beliebt und mit seinem Leben glücklich und zufrieden. Aber das ändert sich, als der Krieg beginnt. Doch eins nach dem anderen. Das ist Nebukadnezar. Er ist zur Zeit Daniels der Sohn des Königs von Babylon und ein berühmter und gefürchteter Feldherr und wird später einmal selbst König sein. Er ist habgierig und grausam. Doch im Gegensatz zu Daniel ist er unglücklich und unzufrieden. Nebukadnezar und Daniel sind sehr unterschiedlich. Doch Gott hat einen Plan mit den beiden. Sie sollen sich eines Tages begegnen. Babylon ist riesengroß, umgeben von dicken Mauern und hohen Türmen, die vor Feinden schützen. Eine prunkvolle Stadt. Nebukadnezar interessiert nur eins: die Länder um Babylon herum erobern, damit sie zum Weltreich seines Vaters gehören und damit dieser immer noch mächtiger wird. Bald wird er selbst König werden, über Völker bestimmen und sich Gefangene als Sklaven aussuchen. Nebukadnezar bereitet sich auf einen Kriegszug vor. Diesmal ist er auf dem Weg ins Land Juda. Diese Juden, sie sind reich und haben ein schönes Land. Das muss ich haben. Mir soll die ganze Welt gehören. Zwar sagen sie, dass ihr Gott mit ihnen ist, aber das werden wir ja sehen. Ich muss sie besiegen, damit sie mir dienen. Jawohl, das werde ich. Holt mir sofort meine Generäle zusammen. Wir erobern Juda. Dieses Land und seine Hauptstadt Jerusalem will ich einnehmen und dann mit vielen Gefangenen nach Babylon zurückkehren. Wer weiß, vielleicht sind unter ihnen ein paar schlaue Köpfe, die ich gebrauchen kann. Die Soldaten im Heereslager sind angetreten und erwarten Nebukadnezars Befehle. Dann brechen die Truppen auf. Sie ziehen nach Jerusalem. Damit haben die Menschen in der Hauptstadt schon lange gerechnet. Fremde Soldaten kommen, um ihre Stadt zu erobern. Jerusalem ist schon öfter belagert worden. Die Einwohner wissen, was auf sie zukommen kann. Daniel und seine Freunde sind noch auf der Straße. Da hören sie Lärm von außerhalb der Stadtmauer. Laute Befehle, Waffenklirren. Angst und Schrecken ist in den Augen der Wachen zu lesen. Daniel und seine Freunde fürchten sich. Los, versteckt euch, verriegelt die Stadttore. Passt auf, dass kein Feind über die Stadtmauer steigt. Bringt die Frauen und Kinder in Sicherheit. Beeilt euch! Daniel versucht, sich einen Weg durch die aufgeregte Menschenmenge zu bahnen. Doch alle laufen kreuz und quer, drängeln, schubsen, hasten. Kinder, Frauen, Männer, Junge, Alte, jeder versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Ein heilloses Durcheinander. Die Lage ist aussichtslos. Und vor den Toren der Stadt dröhnt die Stimme Nebukadnezars. Erobert Jerusalem, erbeutet, was ihr tragen könnt und brennt alles nieder. Dann rollt der Angriff. Dicke Baumstämme donnern von außen gegen das Stadttor. Steine fliegen von oben auf die Angreifer. Innen stemmen sich die Menschen gegen das Stadttor. Andere fliehen in die Häuser, um sich zu verstecken. Lange tobt der Kampf.